Und ein einfacher Luftballon kann ein wunderbares Portal in diese erweiterte Welt sein. Schon jetzt beim Sprechen kann ich die Vibration meiner Stimme spüren. In diesem Video geht es darum, wie wir unsere Erfahrung von Klang und dadurch auch unsere Beziehung zu Klang vertiefen können und wie wir weitere Dimensionen des Lauschens, des Hörens, der Klangerfahrung in unser Leben holen können. Wenn Schallwellen auf unser Ohr, auf unser Trommelfell treffen, dann entsteht das, was wir Hören nennen. Wir hören dann Klang. Aber die Schallwellen berühren nicht nur unser Trommelfell, unser Ohr, sondern sie berühren unseren ganzen Körper und sie berühren ihn nicht nur, sondern sie durchdringen ihn. Alle Zellen, alle Gewebe, alle Organe werden von Klang, von Schallwellen durchdrungen. Wenn wir uns darin üben, Klang mit dem Tastsinn, und zwar nicht nur mit dem Tastsinn an der Oberfläche unseres Körpers, sondern auch im Inneren unseres Körpers zu erfahren, dann eröffnen sich ganz neue Dimensionen des Klangs und auch der Wirkung von Klang. Wir können dadurch, so wie eben schon gesagt, an tiefere Ebenen der transformativen Kraft des Klanges andocken. Und wir können so wie weitere Dimensionen in auch der Wahrnehmung und dem Erleben der uns umgebenden Welt entwickeln. Und ein einfacher Luftballon kann ein wunderbares Portal in diese erweiterte Welt sein. Wir können damit beginnen, einfach die Hände auf den Ballon zu legen. Schon jetzt beim Sprechen kann ich die Vibration meiner Stimme spüren. Und dann können wir zum Beispiel unterschiedliche Musikgenres erforschen. Am besten ganz ohne Vorbehalte, sodass wir uns wirklich vollkommen offen auf die vibratorische Qualität der Musik einlassen können. Und wir können mit dem Luftballon wunderbar die Stimme erforschen. Wir können mit einem ganz einfachen Satz beginnen. Ich bin Elisha. Und dann finde ich es total spannend, die Qualität der unterschiedlichen Vokale zu erforschen. A, O, U, I, U. Ganz unterschiedlich. Ein weiterer Punkt, der sich wunderbar mit dem Luftballon erforschen lässt und ganz eindeutig spürbar ist, ist das, was, wenn ihr schon mehrere Videos von mir gesehen habt, dann wisst ihr, ich sage immer wieder, Lautstärke spielt keine Rolle. Und mit dem Luftballon eben können wir das ganz direkt spüren. So können wir eine ganz konkrete Erfahrung davon machen und alle Zweifel beseitigen, weil wir wirklich spüren können, dass ein lauter Ton nicht unbedingt kraftvoller und durchdringender ist. Und wir können vor allem spüren, wie unglaublich kraftvoll und durchdringend ganz ein sanfter Ton sein kann. Und dann können wir natürlich ganz frei einfach unsere Stimme erforschen. Ich wünsche euch ein wunderbar transformierendes und inspirierendes und mindblowendes, öffnendes Spielen mit dem Luftballon. Und ich lade euch herzlich ein, eure Erfahrungen damit mit mir und mit allen anderen in den Kommentaren zu teilen. Und ich schicke euch ganz, 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 ganz herzliche Grüße. Bis zum nächsten Mal.